Deine Mutter ist auf Level 6. Guck mal hier, wir waren ja im Krieg, wisst ihr ja Bescheid, ne? Wisst ihr alles, seid ihr dabei. Und ich habe hier mal meinen Angriff gefilmt. Einfach mal, dass ihr seht, wie hart ich die Leute durchfick. Verstehst du? Meldet euch bitte unter diesem Video für den nächsten Clan-Krieg. Also, ob ihr mitmachen wollt, wenn ja, einfach hier drunter schreiben. Ich mache mit. In diesem Kommentar muss euer Name stehen, wie ihr eben im Clan heißt. Damit ich euch dann eintragen kann. Ich habe hier nämlich eine Liste. Das ist zwar nicht die Liste, aber das ist eine andere. Also, ich lege eine Liste an. Guck mal, da habe ich natürlich hart gefickt. Guck mal hier, die Riesen machen doch ordentlich Stress. Ja, die machen doch ordentlich Stress, klar. Da mein Zauberer, der klopft sowas von hart rein. Das ist der haarige Haribert. Der ist eigentlich stark ausgebildet im Schießen von Haarbällen. Ach, da oben ist die Tante noch übrig, ne? Aber das ist auch eine ganz starke Tante. Und das war's auch schon. Ihr wisst ja sicherlich, dass der Clankrieg also verloren ist. Ihr habt sicherlich mitbekommen, also alle, die mitgemacht haben. Für alle anderen ist das jetzt hier praktisch das Video, in dem ich euch über den Ausgang informiere. Wir haben gar nicht so hart verloren. 59 zu 43 oder sowas, ist das überhaupt möglich? Warum kann man denn mehr als 50 haben? Ich stehe doch nur von 40. Egal. Das war auf jeden Fall besser als der erste Krieg. Und der dritte Krieg wird auf jeden Fall richtig fett. Also ich denke, wir gewinnen. Hallo? Wir sind doch die Dummbabler. So, jetzt zeige ich euch hier nochmal ein bisschen meine Butze. Ich wurde gerade angegriffen. Guckt euch mal die Scheiße an. Wie kann es denn sein, dass mich jemand angreifen kann? Es ist eigentlich unmöglich. Ich mache jetzt gleich noch einen Angriff. Pass mal auf, es fehlen noch zwei. Boah, aber irgendwie bin ich ja weak aufgestellt, ne? Er hat 64% zerstört, das will ich sehen, Mann. Das will ich einfach jetzt mal sehen, was er hier bitte schon bei mir getrieben hat. Komm, ich suche einmal raus. So. Sieht doch erstmal ganz gut aus, ne? Guck mal, ich kriege ordentlich auf die Mütze. Aber er hat noch einen neuen. Was sind das da für Weiber, die er da gleich spawnt? Och, guck mal, der Drecksack, oder? Das macht man einfach nicht. Richtig am Abfeiern, die Alt. Guck mal. Oh, übrigens, Leute, guck mal da. Ein Platz ist frei. Kommt herein. Ich baue jetzt ja gerade so ein Ding hier, meine Zauberfabrik, damit ich ordentlich Zauber fabrizieren kann in der Fabrik, ja. Aber genug der faden Ansagen. Wir greifen jetzt mal ordentlich an. Guck mal, ich hab schon 4 Sterne. Ich hole mir jetzt den 5. Das Lager ist scheiße. Okay, hopp. Klopp mal einfach drauf. Lalalala. Nein, nicht auf die Leute schießen, ihr Pisser. Okay, cool bleiben. Okay, das sieht echt schlecht aus gerade hier, oder? Fuck, fuck, fuck. Diese große Wumme ist ja noch da. Shit. Bitte nicht auf die Zauberer schießen, okay? Tu mir den Gefallen. Just do me the favor. Please do me the favor. Oh, das halten die ja locker aus. Mann, fressen die viel, die Zauberer. Krass. Wir haben die Hauptputze zerstört. Scheiß auf alles, Mann. Gewonnen. Bitch. Sieg. Aha. Okay, ultra schlechter Sieg. Aber, Leute, ist meine Clan-Pokets jetzt voll? Ja. Ist natürlich gefühlt, ne? Ich werde jetzt ein bisschen umdisponieren in meinen, ne? Ich werde jetzt krasser, ich werde jetzt richtig krass, Mann. Was entwickle ich hier eigentlich gerade? Achso, die Magier. Ach ja, erstmal mein verschissenes Rathaus auf Level 6. Deine Mutter ist auf Level 6. Und zwar in ihrem Let's Play Like a Home. Was? Was laberst du überhaupt? Komm, wir gucken mal nach den Baumeistern hier, oder? Guck mal da, der Günnibert. Horst, ich sehe dich genau. Du schlägst einfach ins Leere, du Lügner. Ich sehe es. Ich hab was in der Hose für dich. Greif doch einfach in die Tasche und schau, was es ist. Nimm es in die Hand, hab keine Angst. Es geht auch nicht kaputt, doch wenn du es anlangst. Ich hab was in der Hose. Ich hab was in der Hose. Na, woher ist es? Hä, woher ist es? Natürlich, natürlich. Also, aber für den Kraken-Angriff kann man schon mal sagen, Jan, mit deinen schlechten Truppen, die du hattest, hast du noch einiges rausgeholt. Die Clanburg gefüllt hier. 80.000, da kann man nichts sagen, Kinder. Ach so, muss ich jetzt eigentlich aus der Clanburg rausnehmen? Beziehungsweise jetzt kommt die Frage. Pass mal over. Ich habe die Clanburg jetzt mit so und so viel gefüllt. Hier sind aber keine Sterne mehr hier unten. Heißt es jetzt, dass ich so oft angreifen und gewinnen kann, wie ich will? Ich bekomme keinen Bonus mehr, weil ich die Clanburg erst leerräumen muss, beziehungsweise erweitern muss? Oder sind die Sterne nur nicht da, weil ich noch nicht angegriffen habe? Ich muss es erst wieder einmal angreifen, dann erscheinen die Sterne. Jetzt sag doch mal. Naja, ist ja nicht weiter tragisch. Also denkt dran, ein Platz ist frei im Clan. Kommt rein. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.